Einen wunderschönen guten Tag gewünscht da draußen, meine Lieben. Ich fange hier total an, ich fange heute total spät an zu filmen, weil wir, das hat sich so lange hingezogen mit dem, auf die Kinder warten, auf ein Reel drehen. Wollen wir Markus abholen gehen? Ja? Dann müssen wir mal ein paar Schuhe anziehen. Oder soll ich dich tragen? Soll ich dich tragen? Ja. Okay, aber die Mama braucht ein paar Schuhe. Hast du für die Mama ein paar Schuhe? Maris ist heute das erste Mal nach der Schule, für mich ist das das übelste Highlight, mitgegangen mit einer Familie. Also, ich habe hier quasi eine Schulgang, mit denen ich mich wirklich seit anderthalb Jahren, halt seit der ersten Klasse, seit dem ersten Schultag, jeden Tag treffe. Und wir sind dann, wir bringen immer die Kinder alle zur Schule und verabschieden uns von den Kindern. Und genau, da eine Mama hat Maris heute mitgenommen. Maris war noch nie irgendwo spielen nachmittags, finde ich voll krass. Der entwickelt sich langsam auf jeden Fall. Was ist, der will jetzt nicht so von uns wissen, der kommt jetzt nie wieder nach Hause. Ja, genau, das ist mein innerer, meine innere Stimme. Die ist genauso, wie Matthias gerade gesagt hat. Ja, auf jeden Fall muss ich ihn ja jetzt abholen, was ja kein Problem ist. Ich fahre einfach mit Maramaus und die holt ihr dann runter, weil ich glaube, Maris findet aus dem Hochhaus da nicht raus. Genau, und dann muss ich mal ganz kurz bei, keine Ahnung, unten im Laden anhalten, um wenigstens ein Toastbrot oder irgendwas. Machst du jetzt eine Schleife? Ja. Okay, ich warte. Ja, wir brauchen ein Toastbrot. Ich habe kein Toastbrot mehr, ich habe kein Brot. Das heißt, ich hätte morgen früh nichts für die Kinder zu essen. Da fällt mir gerade ein, ich muss da eh noch Maris machen. Mara hat, glaube ich, morgen Studientag oder so. Die hat morgen gar keine Schule, fällt mir gerade ein. Stimmt. Da war ja was. Wie lange brauchst du noch? Bist du fertig? Nee. Und Leute, ich habe meine Schulhefte gefunden. Habt ihr das überhaupt mitbekommen? Ich war mit Mara irgendeinen Nachmittag bei Rossmann und habe so linierte Blätter gekauft, also Hefte. Einmal, wo noch dieses Haus ist, das Haus, Dach, bla bla bla. Und den halt ohne, damit er richtig schreiben lernt. Und da habe ich die Tüte nicht mehr gefunden. Und dann habe ich auch noch gekauft, weil ich weiß ganz genau, dass wenn ich es dann brauche, ist es nämlich nicht mehr da. Habe ich noch Schminke geholt. Das Geister Weiß und diese Stifte für Halloween. Weil ich ganz genau weiß, dass ich diese Sachen brauche. Ich sag mal Mara schon Bescheid, dann können wir nämlich schon los. Warte. Mara, komm mal jetzt runter bitte mit dem Milchpulver von Malu, weil ich würde dann schon losgehen. Dann können wir jetzt, also losfahren, damit du mich nicht falsch verstehst. Weil wir noch ein Brot holen müssen. Hopp, hopp. Genau, und ja, also ich sag euch, das ist heute schon wieder alles so. Ich war bei der Vorsorge, Leute, ich war bei der Vorsorge. War alles gut. Bist du fertig mit der Schleife? Ey, wie kann man nur so süß sein? Sie sitzt da noch so. Ja. Ist die Schleife fertig? Darf ich, Malu? Darf ich dich kurz fressen? Ein bisschen? Ganz kurz? Ja. Darf ich dich auffressen? Nein. Bitte. Okay, warte, Mama macht meine Schleife zu, ja? Ja, ja, also ich war heute früh beim Arzt und musste Matthias Malu abholen, weil ich das zeitlich nicht mehr geschafft habe. Ich habe über eine Stunde beim Frauenarzt gesessen, was eigentlich voll untypisch ist, sogar fast anderthalb Stunden. Das war mega untypisch. Normalerweise bin ich ja mal gefühlt alleine. Jetzt hat sie die andere Schleife wieder aufgemacht. Maluschi, wir müssen los, komm, wir müssen Maris abholen. Soll ich dich tragen? Ja. Okay, warte. Willst du was trinken? Soll ich dir was aufmachen? Nein, nein. Pass auf hinter dir, pass auf hinter dir. Mhm. Das war knapp.
Ja, also ihr seht, das ist gerade schwer hier, so viel ist. Und ich sehe aus wie so ein gerupftes Huhn heute. Ich wusste, dass das heute ein stressiger Tag wird irgendwie. Wir saßen effektiv, glaube ich, eine halbe Stunde rum und haben überlegt, wie wir ein Reel fertigstellen mit einem Föhn. Und das war's. Und ansonsten habe ich nur einmal kurz Krisensitzung mit den Kindern gehabt. Das war's. Ich hab meine Nachricht nicht ab. Meine Güte, jetzt haben wir schon 40. Schön aufpassen, nicht, dass es runterfällt. Das kann schon ganz schön schwer, Hase. Mara ist 3 Etagen über mir, deswegen gehe ich nicht hin. Kommst du bitte runter? Ich würde jetzt gerne los. Bitte denk an das Milchpulver aus dem Zimmer. Hadi, tschüss. Ja. So, ja, ich bin so. Ach so, genau, und dann habe ich auch noch meine C-Klasse. Die C-Klasse habe ich zu Mercedes gebracht. Dann darf ich den Titel nicht rausmachen, oder? Sonst vergesse ich das wieder. Und zwar ganz komisch, fing der. Als wir von der Babyparty nach Hause gefahren sind, hat der angefangen, sich so zu schütteln. Die C-Klasse, also mein kleiner Renner, ne? Hat er sich angefangen zu schütteln und dann hat Matthias Fehler ausgelesen. Hat er irgendwas gesagt mit 5. Zylinder oder so. Matthias hatte dann gehofft gehabt, dass er sich verschluckt hat. Was er aber nicht hat, weil wir haben den Fehler gelöscht, sind gestern in den Kinderwagen kaufen gegangen. Ein Geschwisterkinderwagen für die beiden Kleinen halt. Und genau, und der Fehler kam dann wieder und deswegen habe ich ihn heute gleich zu Mercedes gebracht. Ja, echt blöd alles, aber gut. Da warte ich jetzt theoretisch auch noch auf den Anruf, weil sie gucken wollten, was er denn jetzt hat. Ja, ich bin gespannt, was er hat. Aber ich habe ja junge Sterne-Garantie, von dem nach, wenn es irgendwas Massives ist, Motor oder so, dann bin ich da raus aus der Sache, muss ich nichts bezahlen für. TÜV AU brauche ich jetzt auch neu im Dezember. Und da muss ich auch das junge Stern irgendwie verlängern. Und zwar, ich weiß ja nicht, wie es geht, aber das werden die mir schon erklären. Wollen wir los? Wollen wir Maras abholen? Hast du dir deine Dose schon angeguckt? Verlinke ich euch gerne mal. Ich weiß nicht, ob die Prime Days noch sind heute. Aber ich verlinke euch das mal gerne. Das sind die Brotdosen, die ich benutze für. Boah, das ist schon zerkratzt, ey. Das ist ja echt heftig. Noch nicht einmal benutzt jetzt. Weil die Kleine hier das die ganze Zeit auf dem Boden rumschleift. Da kann man halt auch so quasi flüssige Sachen reinmachen. Durch die Dichtung hier oben läuft da nichts aus. Nicht so gut, das ist jetzt hier so eine Orangepille. Mama. Ist die auf den Fuß gefallen? Nein. Die Trinkflasche ist auf den Fuß gefallen? Mhm. Ich habe jetzt noch mal eine. Also, das ist. Ich glaube, das ist Maras, wenn ich mich nicht täusche. Eine für Mara. Nee, eine für. Nein. Das ist Malus. Malu kriegt noch eine große. Und dann kriegen die anderen beiden Kinder nochmal jeweils eine große, weil sie schon eine kleine haben. Jetzt habe ich's. Ich habe euch jetzt schon so lange vollgequatscht. Scheiß drauf, ich lasse euch zu dem Nachmittag hier anfangen. Und nehme euch mit. Und in diesem Sinne. Okay. Hallo, tschüss. Mara, komm, lass vorbereiten. Ja, aber trotzdem vorbereiten, hä? Hi! Komm! Oh, warte, zeig mal kurz, hör mal so schnell! Bitte! Was ist das? Film uns mal schnell! Warte kurz! Warte, komm her! Hände hoch! Lass runter! Umdrehen! Rückkehren! Eins, zwei, nein! Hinstellen! Hoch! Eins, zwei, drei! Dann mach ich mal so und dann twerke ich. Sie flasht sich einfach. Warum ist denn der Einkauf nicht ausgeräumt? Weil ich. Mach das mal bitte schnell. Heute geht's richtig gesund. Healthy. Noch ist ein Einkaufsroll. Buenos, weil die sind im Angebot gewesen. Hast du doch noch was mitgenommen, ja? Ja. Bread for school. Cheese. Was möchtest du denn drauf haben? Cheese.
Was möchtest du drauf machen? Nochmal Cheese. Was hast du mit dir? Jetzt rate mal, wo wir einkaufen waren. Salami, Mango, Cheese? Ja. Nochmal Cheese. Das hat sie nicht wieder reingestellt, oder? Schokoladendrink. Mama. Nochmal Cheese. Und nochmal Cheese. Also unser Einkauf besteht eigentlich aus 1, 2, 3, 4, 5 Mal Cheese. Ah, und dann hier noch ein Aioli. Was? Aioli. Dann noch ein Schokodrink. Hier, Tetrapack. Und dann haben wir hier noch ein Maßband. Oh ja, das brauche ich gleich noch. Dann haben wir eine Milch. Oh ja, die hätten wir mal ausruhen sollen. Ja, du hättest das alles ausruhen sollen. Ich weiß nicht, warum du das einfach nach oben schleppst. Weißt du, wie schnell das war? Dann hier mal ein Mischchen. Ich mach dir schnell was zu essen, ja? Und kannst ein den Stuhl Red Bull Summer Edition hier. Setz dich schon mal hin, aber langsam bitte, langsam. Das haben wir alles gekauft. Das Red Bull ist natürlich für immer. Nein, Spaß ist für mich. Nein! Doch! Nein, das kriegt Marlene. Das kriegt Marlene nicht. Das kriegt Marlene. Ich gönne ihr das gar nicht gerade, weil sie trinkt so viele, sie ist schon suchtig. Ja, aber ich krieg eins für Wochenende, weil. Ey, guck mal, ich hab den Wohnzimmer nicht schon mal gesagt. Was war das denn? Was hab ich gestern gesagt? Genau, ich hab dir vorhin so viel geholfen, ich hab peinliche Videos von mir machen lassen. Das lässt einer von 100 auf der Welt lassen sich hier peinliche Videos von einem machen. Weißt du, wie unangenehm das ist? Aber weil du ein bisschen deine Haare geföhnt hast? Ich hab so gemacht und hab in meinen Mund föhnen lassen. Aber das hat er nicht reingenommen. Doch, er hat mir da nicht geguckt. Jetzt hast du auch auf Kamera, wenn du das jetzt reinschneidest. Make me. Also, ich bin am Trap vor der Kamera. Okay. Guck mal, meine Glitzerhose. Und ich krieg vielleicht Montag noch eine. Guck. Die hab ich bekommen. Oh, wie das in der Kamera aussieht. Mashallah. Das sage ich nicht oft, das besonders, wenn ich das sage. Was ist das mit? Das Mashallah, das sieht einfach schön aus. Eigentlich benutze ich das nicht. Das war, weil ich bin damit nicht so vertraut. Aber so manchmal, wenn ich überwältigt bin. Ja, auf jeden Fall sind Glitzerhosen was Schönes und ich krieg Montag vielleicht noch eine. Und immer dann. Also, weißt du, dass Glitzer bald verboten ist, ne? Deswegen machen die das ja. Deswegen muss ich noch mal kurz zu Teddy. Ich kaufe Teddy-Leder. Dann mache ich meinen eigenen Glitzer. Ja, aber es wird dann ganz schnell einen Ersatz geben für einfach biologisches Glitzer oder so. Und das wird dann ein Glitzer-Ding wird 3 Euro kosten. Das Bio-Glitzer. Früher, ganz früher, war es erlaubt, überall zu rauchen. In der Bahn, im Bus, im Kino. Die würden die töten, wenn die das hier machen wollen. Und überlegen, wie sich das alles entwickelt hat, dass es jetzt nicht mehr erlaubt ist. Markus, wo ist mein Handy? So krass, was sich von früher zu heute alles verändert hat. Also gut, das mit dem Rauchen, das hat mich auch gestört, dass überall so krass. Wo ist mein Handy? Aber, nee, nicht raus. Nicht. Dein Essen ist jetzt fertig, Hase, ich bin schon da. Wo ist mein Handy? Ich wollte mir auch das filmen. Wo ist mein Handy? Ich wollte nicht das filmen, ich will das zeigen. Hier. Auch das gucken. Das ist dein Handy, also wenn ich alles. Warte, ich guck. Nicht weg. Ach, da fällt mir auch gerade noch was ein. Ich muss einmal kurz tanzen für die Leute. Make me lose my breath. Make me harder. Nee, eigentlich wollte ich das nicht tanzen. Ich wollte was anderes tanzen. Was ist? Ich wollte die Sachen noch schon stellen. Ich darf nicht ohne bleiben. Warum nicht? Weil es Musik ist. Sieht ja schon wieder aus. Matthias und ich sind wie immer fleißig ohne Ende. Von wem ist denn das jetzt? Sind die jetzt auch schon drin gewesen? Von wem ist denn das? Von Maris? Sind die da auch drin? Hä? Was hat denn da doch gar kein Käse drauf? Maris? Was ist denn das jetzt hier? Was ist das? Entschuldigung. Nee, sag mal, was ist denn das? Ich wollte mir Nachos machen und habe ich gemerkt, dass alle Kleinkerteller haben. Dann habe ich ein bisschen was auf meinen Ding gemacht. Aber das habe ich jetzt richtig gemacht, dass ich es reingemacht habe, ne? Okay, cool. Ja, deiner ist dann jetzt auch schon fertig, Hase. Ja, das ist, glaube ich, das ist voll dein Ding, glaube ich. So ein.
Nee, dann weißt du, dann bestellt er irgendwo für 100 Euro gefühlt. Der gibt mir die Box und sagt, wenn sie das aufkriegen, denke ich, weißt du noch, wo wir bestellt haben, wo Mario hier war? Das habe ich gegessen, das war genau das hier. Mario? Wer ist denn Mario? Mein Onkel? Google hat angefangen, der hat die Jammer angebracht, da haben wir mit ihm bestellt. Das war das. Echt? Ja, das kann ich mich daran erinnern. Und Mara stirbt ja für Knoblauchbrot. Auf jeden Fall hatten wir uns ja die Nachos gemacht und Maras hat hier irgendwas ganz komisch gemacht. Was soll denn das hier so? Also, ja. Wir sind ja auf jeden Fall einen Podcast aufnehmen und dann machen und dann tun. Und nach 38 Minuten hat es dann halt geklingelt. Jetzt machen wir gleich. Maras, stopp! Oben mal ausmachen. Hab ich schon. Sag mal, Mara, sein Fisch auf jeden Fall rausholen. Das ist ready. Maras, kannst du vielleicht mal kurz aus... Achso, du bist Mara. Wieso sagst du mir auf und Scheiße? Mein Öffniger steckt fest. Oh, jetzt. Siehst du das? Meins muss noch kurz. Ich möchte das nicht so. Meins auch. Dann schieben wir meins nochmal nach hinten irgendwie. Weil Maras seins ist schon... Warte, ich mach schon. Okay, ich hole kurz mal Trinkwort oder seine Zigarre. Kannst du mir doch was trinken wollen? Was willst du denn? Ja, nur mal schnelles, dann keine Ahnung, was Fanta. Nee, das ist koffeinhaltig, das mag ich nicht auf dem Abend. Sonst liege ich ja wieder so im Bett. So, dann machst du so. Einfach nur eine Fanta. Ja. Mann, ich möchte jetzt auch mal das Baby. Ich habe es nur einmal ganz kurz gespült. Aber das war wirklich nicht so. Da musste, als meine Hand drauf ging, hat er schon. Hat sie. Ja. 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 Mach was hier, dein Teller ist fertig. Welche davon? Einfach eine Fanta. Ist egal. Hm. Wir machen gleich auch den Podcast zu Ende. Wir haben es jetzt schon 20.19 Uhr. Und wenn das endet, gehe ich einfach nur einen Raum weiter und leg mich schlafen. Und stehe morgens um 6 auf und fange wieder ein ganzes Spiel von vorne an. Teufelskreislauf. Mhm. Ich hab das leider nicht richtig gegeben, Abend. Ich muss den Abend auch hochnehmen. Ja, dann lass es bitte stehen. Ich möchte jetzt. Setz die Papagei auf. Oh, welche? Wo sind die denn drunter? Nein, hier ist nicht mehr. Hier sind keine drinne. Da habe ich schon reingeguckt. Ja, es sind... Hey. Irgendwo müssen noch die Ringe drin sein. Was ist denn? Das ist meins, das ist Marlens oder das ist meins? Das ist Marlens, glaube ich. Meins ist hier nicht. Hier sind keine Ringe. Guckt euch mal diese Palette an. Die geht sich schrecklich auseinander. Warum ist sie so? Weil ich mal klein war. Mhm. Überleg mal, wie lange ich dieses Ding schon habe. Ja, es gibt es nicht mehr zu kaufen. Ich wollte es jetzt mal kaufen, es gibt es nicht mehr. Lange nicht mehr. 10 Jahre später, das ist ein schlechtes Gewissen, aber was? Ja. Ja. Hä? Also, ich müsste irgendwo die Ringe drin sein. Nein. Sind sie aber nicht. Ich habe doch schon alles durchgeguckt. Durchgelunst. Da unten sind noch mehr. Ach, ich krieg's nicht zu. Du Riesel. Ich mach das auf und du machst die Kette da rein in die Öffnung, okay? Welche? Guck mal, das ist nur so und du machst das hinter meinem Hals da rein. Hier ist was drin, glaube ich, mit einem Ring. Nur das hier, das halte ich fest. Okay, und die? Ah. Nimmst du das? Okay. Warte. Dein Finger. Also der passt mir durch hier. Was? Mein Finger. Was ist mit meinem Finger? Der stört nicht. Mach mal das, wie dreht man den wieder rum? Dreht man den dann? Mama. Guck mal, einfach da einhaken. Mach mal den so rum oder andersrum? Was ist denn, eine Schokolade? Oh, mach mal so rum oder andersrum? Ja, so. Hm? Mama. Ich hab so. Dein Finger ist ein bisschen locker. Mein Finger ist dick? Ja. Stummer als Stummer. So rum oder andersrum? Andersrum. Hier ist halt ja so, wie mal das hier. Malu, wärst du? So? Mama. Okay, dann gibt's Mara, vielleicht kriegt sie es in Mara. Die Ringe sind viel zu locker, ich hab meine Finger abgenommen. Alter, du warst gerade draußen, das ist normal. Hier, bitte, schnell.
Eigentlich sind die mal so klein. Okay? Wie muss man das denn machen? Einmal einhaken. Ich hab's schon offen. Welche Größe? Ist mir egal, mach einfach. Kann ruhig lang sein. So? Ja. Als wenn er das jetzt nicht hinbekommen hat. Aber, nee, geht's noch länger? Mach ich mit Handmodel. Mach mal bitte länger. Das längste habe ich auch gesagt. Du machst das kürzeste. Hey, du hast gesagt, mach einfach. Ja, nee, mach das längste. Du kannst dich einfach irgendwas ändern an deinem, was du machst. Ich kann das nicht machen mit den Nägeln so. Ach, das war das. Hab ich gehört? In den Nägeln war das, glaube ich. Mama, mach du bitte. Ach, ich mach wieder das eine und du machst das andere. Komm bitte her. Guck mal, ich will Handmodel. Guck mal, wie gut das aussieht so. So, da mach. Hier. Mama! Wo ist meine Mama? Wer hat sie gesehen? Bist du meine Mama? Was? Ja, besser. Der goldene Mama. Warm gegen Feuer. Wir machen da dann weiter, ja? Ja. Warum machen wir jetzt so schnell einfach? Ja. Sehr gut. Ich kann das auch mal herdrehen. Ja. Hä? Warum soll ich das jetzt anziehen? Ja, okay, dann drehst du jetzt. Nee, wir machen das schon nachher. Nee, weil nachher muss ich noch eine Meinung sagen. Oh. Für die warte. Wie heißt das nochmal? Purelay. Ich habe halt irgendwie noch mein Geschenk und ich probiere das jetzt warm. Ich möchte bitte auch eine Glasflasche mitnehmen. Dienstag. Breathing Cream 13. Oh, okay. Sag mal, Papa, dass ich mal Pudding gegessen habe. Ich war wohl um dich zu schießen. Was ist die Überraschung? Ich hätte ja auch mitgebracht. Ach, auch so? Mystery. Ah, oh, richtig, ich sehe, dass du sie auch noch. Was hast du erstmal? Rache? Kann. Nimm einfach auf. Was ist das? Ach. Was Scheiß ist das, Alter? Verarscher ist das. Was geht denn los? Kommt nach 3 Stunden wieder und hat 10 Euro ausgegeben. Wie scheiße, da liegen die 10 Euro. Marius war gerade alleine. Was? Da liegen die. Wir haben schon wieder eine neue Nachricht vom Flitzer. Ja, wer ich wieder anschreibe. Trage deinen aktuellen PLA-Favoriten. Rufe zuvor im Shop verfügbar sind. Kombiniere deine Favoriten. Hab ich. Zeitlose Designs gemacht für jeden Purelay-Schmuck, das wasserfest und verfärbt nicht. Ginger? Sag mal, Leute, können wir das nicht nachher machen? Bitte, weil ich muss auch noch kurz hochgehen. Ja, gut, ich nehme mir bitte auch noch kurz Flaschen. Also mach jetzt einmal, ja? Du könntest auch theoretisch unterwegs machen. Das ist Kleber, das ist okay, also er sagt, dass es wieder funktioniert. Er macht jetzt, also er zieht jetzt mal, es dauert noch eine Weile, bis die jetzt die Fahrten, die er noch so locken konnte, mit übernommen wird. Neue Fahrten verfügbar, bitte hier klicken zum Aktualisieren. Im Speicher befindet sich eine Restfahrt. Diese wird bei erneuter Fahrtantritt automatisch verarbeitet. Genau, der macht noch ein Firmware-Update auf das Ding, hat er mir gesagt, und dann sollte alles wieder funktionieren. Okay. Ey, richtig cool, Leute, ne? Ich hab, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Habe ich das erzählt, Matthias? Du weißt das besser noch? Was denn? Mein Auto war nach der Babyparty, fing es an so zu wackeln. So saß ich da drin. Und mein Handy so in der Handyhalterung. Ich so, was ist denn das, ey? Gleich Blinker rechts angeschmissen. Matthias mir hinterhergefahren. Ich sag so, Matti, mein Auto ist kaputt. Und dann hat er geguckt. Also, ja, hört sich nicht gut an. Ja, Ende vom Lied war, Mercedes Hotline angerufen, Mercedes gesagt, fahren Sie bitte sofort dahin. Ich da sofort hingefahren. Ich gesagt, hier bin ich, sofort. Die so, toll, sofort. Ich so, ja. Na, und dann haben sie mein Auto gleich da behalten und haben es repariert. Ich musste nicht mal was bezahlen, weil es ein Nachgarantiefall war auf junge Sterne und es war die Zylinderspule, nee, was, wie? Zündspule von Zylinder 5. Was habe ich gesagt, was es sein könnte, bevor wir hingebracht haben? Ja, entweder Zündkerze Zylinder 5 oder Zündspule. Ja, und ich habe dafür im schlimmsten Fall Einspritzdüse. Ja, Zylinder 5. Und ja, es war so, war es dann auch. Also, und kann uns keine Scheiße erzählen, ne? Dadurch, dass es über Garantie läuft. Genau, musste ich nichts bezahlen. Also, die haben mir gesagt, die quasi nur das Nachgucken. Von gestern auf heute fertig gemacht. Genau, von gestern auf heute. Obwohl die Vorlauf haben, Monate. Ja.
Hat er mich angerufen. Ich so, wie geht's dem Patienten? Er so, dem Patienten geht's gut. Sag ich, was hatte er? Ja, Zylinder, Zündspule, Zylinder 5. Sag ich, ah, okay, gut. Sagt er, aber keine Sorge, müssen Sie eh nicht bezahlen. Ist alles fertig, Sie können Ihr Baby abholen. Sag ich, Dankeschön. Und dann bin ich gleich losgefahren. Ja, und deswegen zahle ich so viel Kohle, dass ich einfach ohne Kopfschmerzen, ohne, oh mein Gott, Matthias, wie bezahlen wir das? Wir müssen einen Kredit aufnehmen, ich muss mein Auto bezahlen. Die Reparatur zumindest. Alles an dem Auto alles kostet. Für alles an dem Auto musst du einen Kredit aufnehmen. Willst du gefühlt, einen Scheinwischer kaufen, brauchst einen Kredit. Also das ist wirklich der AMG, der ist wirklich... Naja klar, also die, das haben ja viele, das verstehen ja viele nicht, dass du, vielleicht kannst du dir sowas mal günstig schießen, aber den Unterhalt, den muss man erstmal bezahlen. Ja, also selbst wenn ihr einen ganz alten schießen könnt, das ist so heftig. Ja. Mara. Wieso bedrückst du dich denn? Hat deine Schwester dich jemals geschlagen? Mara hat ein Geburt jetzt schon getrunken. Ich habe ihm gesagt, er hat mich gefragt, ob er es darf. Und ich habe gesagt, er soll es nicht Mama erzählen. Und jetzt hast du es doch erzählt. Machst du richtig wegen dem Handyverbot? Ich erzähle jetzt auch mal was, wenn du heilig machst. Handyverbot? Du machst. Ich habe ihm gesagt, ich darf das nicht. Und er soll es nicht Mama sagen. Ich wollte gucken, ob er es sagt oder nicht. Aber es ist ein Simplings verkackt. Ja, stimmt auch wieder. Ich habe nur gut gemacht. Mama, ja? Ich habe gut gemacht, oder? Nee. Okay. Bei einer Mama darf man nichts verheimlichen. Okay, ich will auch meiner Mama nicht verheimlichen. Hä? Darf man nicht verheimlichen? Maris verheimlicht mehr als ich. Hast du gut gemacht, Maris? Also, von mir, weil ich kriegst du keine Deckung mehr, ne? Also, falls ihr irgendwas nach Hause bringt. Du musst deine Schuhe noch anbauen, wir gehen nochmal los, okay? Falls ihr Charlotte. Wollen wir Marina abholen? Ich hab Charlotte. Charlotte, die flotte Mutter. Ich hab schon gesagt, wenn sie hier immer mal vorbeikommt. Das ist Charlotte. Keine Ahnung. Hä? Aus der alten Kita? Achso. Achso. Charlotte. Ja. Hase, du weißt, du darfst erst später spielen, ne? Um 16 Uhr. Achso, und wir haben gesagt, hier, warte. Einmal Lesetext für dich. Das ist dich. Auch ein guter Titel, oder? Komm mal ich rein. Ich lese ihn einmal. Süßes Lippdings. Ja, Scheißdacke. An der Kita, am Kita-Schrank hing die Information, dass wir Feuchttücher mitbringen müssen. Müssen wir für alle oder nur für uns? Nur für uns. Jedes Kind hat seine eigenen Sachen. Hallo. Hallo, kannst du mal auf den Rücken klettern? Hallo? Guck dir mal euer Outfit an. Malu, zeig mal dein Outfit. Zeig mal deine Klamotten. Oh. Wow, was ist das für ein cooler Pullover. Den habe ich Alter ausgesucht. Ja, stimmt. Und warum bist du überhaupt zu Hause? Erzähl mal nicht, Wir haben heute Studientag, also unsere Lehrer, deswegen müssen wir heute nicht in die Schule. Also meine Schule. Wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera von oben? Hier. Frag mal Papa, ob du die Kamera kriegen kannst. Ich kriege das auch aus dem Feucht, weil ich habe keinen Bock, das wieder mit aus dem Auto rauszunehmen. Machst du das auch mal? Papa. Ich habe jetzt willst Frage, du die Karte ob ich haben? Bin. Ja. Okay, warte. Ja, warte, ich bin. Warte kurz, ich muss. Wie sie mitmacht. Du bist so toll. Ich muss kurz eine Frage fragen an die Leute. Helfen kurz hoch. Und dann muss ich die fragen, Leute, was kann ich los? Und zwar, wenn ihr eine Dose habt, okay? Ihr habt so eine Dose, egal, ob Planta, Kuhn, ist mir egal. Und ihr habt hier noch so vom Trinken noch so Reste drin. Macht ihr auch mal so. Weil, wenn das so dann so nach oben steht und dann da irgendwas. Ich hab das Ding natürlich eklig, deswegen glaube ich das immer so ab. Damit ich das, wenn ich das nächste Mal trinke, hier nichts mehr drin ist. Ja. Oder immer, wenn ich eine Dose kaufe, gucke ich erstmal, ob da Dreck drin ist. Was würde Papa jetzt sagen? Mach mal ein paar BPM langsamer, mein Kind. BPM? PBH. Beats per Minute in BPM. Auf jeden Fall. Wir müssen noch den Buggy von. Nein, das liegt. Mama braucht halt keine Brille. Das ist Mamas. Mama braucht halt keine Brille. Sie ruft Touch. Ich habe hier so Gummidinger drin im Auge. Oh, das sieht nicht so gut aus. Ich weiß. So. Danke. Mara, kannst du schon mal die Garage aufmachen und den Buggy rausholen? Ich weiß nicht, ob ich noch mal aufs Klo soll. Mach mal hin, weil wir brauchen nur. Wie lange wollen wir da hin? Ja. Aber Amai, du weißt doch, dass ich das Amai-Paket gefunden habe. Aber nein, was weiß ich, ist nicht angekommen. Und weißt du, was ich mich frage? Warum kommt denn jetzt auf einmal die Rechnung von Riegel im Büro an, wenn er mir sonst immer nach Hause schickt? Verstehe ich auch schon wieder nicht.
Soll ich nochmal auf Klo gehen lieber? Mama? Ja? Kannst du das hier reinbauen? Gucken wir beide heute Abend zusammen einen Film? Ja. Ja? Willst du heute fahren? Keine Ahnung, aber ich geh einfach davon aus. Mama, guck mal. Also, oh. Ich weiß auch, ich habe Entzugserscheinung von dort gehabt. Kannst du das hier bitte reinbauen? Ja. Was? Kannst du die Folge bitte ran? Na, du hast das Glück, dass du gerade in die Tür reingekommen bist, ne? Du wärst sonst tot gewesen. Ja, ich hab mir gerade richtig Sorgen gemacht. Ich hätte Mara losgeschickt. Nimm doch lieber bitte einfach ein Handy mit. Das erleichtert uns das Leben. Ja, das stimmt. Aber solltest du wirklich mal. Das Handy liegt nur aus in der Ecke. Warte ganz kurz, Mama. Ich muss ganz kurz Heile machen. Im Auto. In der C-Klasse, glaube ich, ja. Oder nee, Papa hat es, glaube ich, rausgenommen, ne, Matthias? Ja. Das iPhone ist aus der C-Klasse rausgenommen. Ich sehe ganz gut auf Klo. Ist in der Garage. Ich auf Klo. Hier. Hä? Hier, das haben wir auch. Die Karte. Achso, du bist mal dabei. Papa, wo ist ja, auf jeden Fall habe ich das Auto jetzt abgeholt. Es ist alles wieder heile. Es ist alles wieder cool. Ich muss nichts bezahlen. Freue ich mich natürlich. Bei dem Auto. Wow. Ihr seht, hier ist Trubel. Ich gehe jetzt mal den von der Schule abholen mit Mara und Malu. Und dann gehen wir kurz in die Mall, weil ich suche was von Zara. Ein langes Netzkleid mit Strasssteinen. Ich habe da was gesehen, ich möchte das so gerne nachmachen. Brauche ich unbedingt, auch weil wir nächsten Monat ja wieder bei einem Konzert sind. Wo ist denn die Mall? Das Ding, was mal so leer ist? Nee, Potsdamer Platz. Das ist Potsdamer Platz heute. Das ist das, wo du auch mit den Kindern warst. Das ist da, wo die eine Hälfte rechts ist und links ist, wo man da über Brücken rüberlaufen muss, weißt du? Nein. Ja, auf jeden Fall sind wir da ganz kurz, aber nur, weil Marlene ist heute auch noch verabredet. Hallo. Und ich will auch nicht so lange weg sein. Dann passt das immer ganz gut. Hallo. Genau. Dann kann ich nochmal da gucken. Mal gucken, mal. Ja. Oh, süß. Oh, meine Güte. Ich gönne mir jetzt mein eines Mischmasch am Tag. Pack jetzt das Kind ein, den Kinderwagen. Hol meine große Tochter ab. Fangen wir mal einen Blog an. Hatte ich die Kamera. Mich hat jemand angeschrieben? Lioa. Lioa Skin. Ja? Ja, schön aufladen, ja? In deiner Garage. Ach, du hast aufs Klo. Ja, das Ladekabel. Kannst einfach ein Apple-Kabel nehmen. Hier ist Lioa Skin. Mach doch bei mir ans Bett! Holy shit, Alter! Das ist Skin. Okay, warte. Face Cleaner. Ja, das Problem ist, dass jetzt schon wieder so viele Face Skin. Das Ding hast du doch schon mal. Skin. Was ist das? Das Teil. Mama, ich hab ein Piep in meinen Ohren. Mama, ich hab ein Piep in meinen Ohren. Das Ding hier, oder? Ey, ich glaube, das ist es sogar. Mama? Ja, die tun was. Ich hab irgendein Piep in meinen Ohren. Wecke! Ja, es kann sein, dass es. Ich hab die Tür zugemacht und dann hat es angefangen. Das geht gleich wieder. Dass sie halt da wollen, also. Ja, da kann man nie was zustande über die anderen. Dann versuche ich das einfach mal alleine zu machen. Schreiben die Deutsch? Ja. Ich bin halt so peinlich. Ich lauf immer, denk mir, es ist nicht los und dann geht man das. Ist doch nicht schlimm. Schiebst du dich dafür? Ja. Für was? Für so ein Schlippi-Muster. Der ist so geil. Ich finde das auch süß. Zeig mal dein Schlippi-Muster. Oh, wow. Ich finde dein Schlippi-Muster auch gut. Besser als mein Schlippi-Muster. Dein Schlippi-Muster ist Loch. Lochfraß. Ein Papa. Nee. Papa hat Togo an. Eingerollt in 8 Speckfalten. Gut, ich verabschiede mich jetzt hier, Leute. Ich habe euch jetzt 17 Minuten teilhaben lassen an dem Chaos. Sieht voll schön aus, ne? Finde ich gut. Das sieht auch irgendwie aus. Gehst du da noch und holst den Buggy? Perfekt. Kommst raus zu dem Buggy? Also den Butterfly, den schwarzen. Wie soll ich denn da rauskommen? Nein. Nee, das Handy, das braucht der Papa jetzt, Süße. Dann geht das Tor auf. Oh, ich muss erstmal meinen Papa nehmen. Muss ein bisschen arbeiten damit. Aus dem Kofferraum von uns oder wo? Aus der Garage in den Kofferraum. Maris, ich gehe. Das ist hier von uns für euch bis morgen 18 Uhr. Trouble ohne Ende. Was? Hadi, tschüss.